Hallo liebe Tieftonliebhaber, willkommen zu Groove Nummer 10, einem Groove, der meiner Meinung nach wieder voller lehrreicher Informationen steckt. Viel Spaß! Wie immer habe ich mir eigentlich bei diesem Groove gar nichts gedacht, sondern einfach nur ein bisschen zum Metronom gejammt. Und dann habe ich mir einen einigermaßen passenden Schlagzeugbeat programmiert und als ich dann allerdings Akkorde zufügen wollte, also eine Akkordbegleitung machen wollte, da wusste ich auf einmal nicht, ist das eigentlich Moll oder Dur? Denn irgendwie passt beides. Hör mal hin, erst C-Dur. Und dann in Moll. Und klar, vielleicht findest du das eine besser als das andere, aber irgendwie gehen beide, oder nicht? Und das liegt wieder mal an der Blue Note, die ich spiele. Ich spiele nämlich eine leicht gezogene Mollterz. Und das passt eben sowohl zum Dominantakkord, also zum Dur-Akkord, als auch zum Moll-7-Akkord. Des Weiteren finde ich im Nachhinein interessant, dass dies wieder mal ein Groove ist, bei dem ich den Grundton nicht auf die 1 spiele. Der Ton wird über die 1 hinweggebunden. Und das gibt dem Groove einen, ja, einen funky Charakter. 1, 2, 3, 4. Und durch die 16. Linie, die in der zweiten Hälfte des Taktes kommt, gebe ich dem Groove eine Art treibende Kraft. Und dadurch, dass ich sie stets ein klein bisschen variiere, bleibt das Ganze auch nach mehreren Durchläufen interessant. Manchmal spiele ich den Lauf auf die 3. Manchmal spiele ich ihn vor der 3. Manchmal endet er auf der 4. Manchmal endet er vor der 4. Manchmal spiele ich ihn aufwärts. Manchmal abwärts. Und alles hat eben einen subtilen anderen Charakter. Wenn ich ihn auf der 3 beginne und auf der 4 stoppe, bekommt er ja ein bisschen ein statisches Feeling. Allerdings fließt er dann auch gleich in die neue Runde und den neuen Auftakt über. Wenn ich um die Downbeats, also die 3 und die 4, herumspiele, dann wird es wieder etwas funkiger. Probier selber aus, welche rhythmischen Figuren cool klingen und üb, wie du sie bewusst verschieben und platzieren kannst. Und dann ist da natürlich noch das Fill. Und da spiele ich entweder ein grooviges, mit dem ich mich von unten wieder dem Anfang der Basslinie nähere,
oder eben diese Linie von oben, die durch ihre Chromatik wieder nahtlos in den Groove übergeht. Bei dem groovigen Fill kannst du dir wieder super Variationen ausdenken. Das chromatische Fill kannst du ja erst einmal so übernehmen und so lange üben, bis du es wirklich flüssig spielen kannst. Es kommt dabei nämlich auf mehrere Techniken an. Erst einmal diese Abrutschtechnik, die ich mir mal von Marcus Miller rausgehört habe. Dabei rutschst du quasi immer auf den Downbeat mit deinem Finger auf die nächste Note und schlägst die zweite Note an. Nur die erste Note musst du natürlich auch anschlagen, damit die Saite gut ins Schwingen kommt. Und bei dem chromatischen Teil musst du dir den besten Fingersatz für dich selber raussuchen. Ich hatte mir erst überlegt, dass ich mit dem Mittelfinger shifte und dann gleich in der richtigen Position für den neuen Anfang bin. Aber irgendwie finde ich das Shiften mit dem Zeigefinger und das einmal mehr Shiften zum Anfangston angenehmer. Keine Ahnung, vielleicht weil ich dieses Shiften vom Zeiger auf den Mittelfinger einfach noch nicht oft genug gespielt habe und es sich irgendwie ungewohnt anfühlt. Wenn das der Fall ist, dann sorge ich dafür, dass ich diese Bewegung gut in die Finger bekomme und das übe ich so lange, bis es flüssig klingt und sich gut anfühlt. Und dann schaue ich nochmal, wie das andere nochmal war. Und dann entscheide ich, wie es am besten klingt und wie ich es am besten spielen kann. Ich weiß es eigentlich immer noch nicht. Ich gebe dieser neuen Bewegung, dem Shiften vom Zeige auf den Mittelfinger, einfach nochmal eine Woche die Zeit. Mal gucken, wie sich's entwickelt. Du siehst, dass so ein Groove voll mit Informationen und Techniken und spielerischen Raffinessen steckt. Also denk dir ebenfalls Grooves zu dem Schlagzeug-Play-Along aus und üb die kleinen Stellen und Schwierigkeiten immer erstmal separat und einzeln und danach dann wieder im Kontext. Ich hoffe, dir hat dieser Groove gefallen. Drück dann einfach den Gefällt-mir-Knopf und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Das Play-Along zum Mitspielen findest du mit den Noten und den Tabs dieses Grooves wieder auf floriansbassunterricht.de. Meld dich an, es lohnt sich wirklich. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!